Ich bin ja jetzt umgestiegen von Canon auf Nikon und bin jetzt in Besitz gekommen von ein paar Nikon-Kameras, also wirklich schöne Kameras, aber die sind ein bisschen schmutzig. Ich muss die putzen. Moment. Macht man so, oder? Die sind ja wasserdicht, ne? Die sind ja... Also hat man mir gesagt, dass die wasserdicht sind. Moment. Ein bisschen mehr. Ja. Das Objektiv. Ist ja, kennt man ja auch diese Objektive als Kaffeebecher. Ja, ne, das ist gut. Kann ich da mal ein bisschen... So. Geht eigentlich der Blitz auf? Ne, schade. Könnte man sonst da drin auch putzen. Moment, bisschen Spiegel hoch. Klappen, so. Ah, den kann man so ein bisschen hochdrücken mit den Fingern und dann kann man innen so den Sensor putzen. So, ah, das ist der Verschluss. Den kann man so auf die Seite schieben und dann... Dann, ja, ist das quasi wie neu, kein Staub mehr drin. Das muss man jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen ausschütteln. Na, so kräftig halt, bis das auch, das Wasser, das geht dann so ein bisschen in den Spiegelkasten oben. Also kann man nichts machen, das ist halt so. Das kommt aber so nach 2 Tagen auf der Heizung, ist das dann auch wieder okay. Und... Ah, die Objektive, da ist ein bisschen blöd, weil wenn das Wasser zwischen den Linsen läuft, braucht man vielleicht so 3 Tage auf der Heizung, ist auch okay. Ja, aber dann ist im Prinzip alles wieder gut und schalt die mal an. Ach nee, da ist jetzt natürlich, ich habe vergessen, ich habe keine Batterie mitbekommen, aber das teste ich dann nachher. Also so machen wir das. Blitze übrigens, ne? Gleiche Sache. Bisschen auch so hier so innen Batteriefach mal so richtig schön voll machen. So. Da muss man dann hinterher einfach so ein paar Mal blitzen. Das wird dann schon, durch die Hitze von dem Blitz wird sich dann das mit dem Wasser schon wieder irgendwie, das kommt schon klar. Und ja, was sind das hier? Eine D40. Das ist eigentlich eine hübsche Kamera. Aber die ist auch schmutzig, sieht man auch hier so vorne auf dem Objektiv. Ach nee, das ist drin. Ja, okay. Das muss man auch noch aufmachen. Machen wir die auch noch. So ein bisschen. Ja, so. Aber ich glaube, das reicht schon. Das ist bei der. Ja. Ach, das ist lustig. Das kommt hinten dann raus. Da wo man reinguckt. Schau mal. Das ist eine Verbindung. Das läuft hier unten raus. Das habe ich ja noch. Ich dachte immer, das wäre irgendwie. Nee, das ist ja cool. Das macht ja Spaß. Das läuft hier so durch. Und wenn man das so richtig schwenkt, dann kommt das auch so auf den Sensor hinter dem Verschluss. So. Und dann. Ah, auch nochmal ausschütteln. So, und in 2 Tagen auf dem Heizkörper. Wo jetzt ist Sommer, das ist eh warm. Da kann man sie vielleicht raus in den Garten legen und dann ja, wird das schon wieder. Also, so macht ihr euren Nikon sauber. Mal schauen,